Hey, wir sind Keep It Fucking Close aus Landshut und ihr hört die Campus Crew. Wir befinden uns hier auf dem Southside. Ich habe die Jungs von Keep It Close bei mir. Yes, ich bin der Marco, der Drummer. Hallo, ich bin der Luca, ich spiele Gitarre und ich sing. Bitte, wenn Sie die spielen, Bass. Ich bin der Felix und ich spiele Gitarre. Und ihr seid das erste Mal hier auf dem Southside? Jawohl, das allererste Mal. Also als Band. Ja. Aber nicht, als Besucher waren wir schon öfter hier. So. Und wie ist so der Perspektivenwechsel? Ihr habt jetzt gerade euren ersten Bandauftritt auf Southside hinter euch. Wie fühlt sich das an? Das ist der Hammer. Das kann man nicht beschreiben, oder? Du gehst da auf die Bühne und auf einmal geht der Film los. Das ist Hammer, oder? Und man hat ein Hotel. Ja. Das ist auch geil. Eine Dusche und ein Klo, das sauber ist. Bombe. Veranstalter, alles in den Arsch geblasen. Das ist cool. Hat Spaß gemacht. Feuertaufe. Es war eine schöne Metaphorik. Es hat geregnet, als wir angefangen haben und dann kam die Sonne raus. Ja, ich habe noch ein bisschen nasse Haare vom Regen, ihr habt nasse Haare vom Schweiß, ich sehen kann, vor allem du, bist ja auf der Bühne richtig abgegangen. Ja, muss ja. Wenn man es fühlt, dann fühlt man es. Ist so. Ja, ist einfach so. Das ist auch unser Motto. Also, wir sagen eigentlich immer, bis der Schweiß von der Decke tropft, was wir schon mal geschafft haben. Aber hier gibt es keine Decke, es ist Freiluft. Naja, da ist der Schweiß vom Himmel getropft sozusagen. Gottes Schweiß. Es war Gottes Schweiß. So kann man es sehen. Ja, wie sieht es von euch, von der Band aus? Seit wann gibt es euch? Von was träumt ihr noch? Ich meine, Southside habt ihr jetzt hinter euch, das ist schon geil. Folgt bald die größere Bühne oder was? Wer möchte? Ich? Du? Also gegründet haben wir uns eigentlich in 2017, aber wir haben dann Konstellation wechseln müssen, wir waren erst zu dritt. Er, unser Bassist, unser ehemaliger, der Marcel Doss und ich. Der hat dann wegen beruflichen Gründen irgendwann nicht mehr können, weil er ganz viel unterwegs ist. Hat dann gesagt, das passt zeitlich nicht mehr. Dann war er ursprünglich geplant als Bassist. Er hat bis heute noch kein einziges Mal den Bass angefasst. Er wurde dann die zweite Gitarre und dann haben wir Gott sei Dank auch noch einen Vinces gehabt. Und jetzt sind wir in unserer finalen Konstellation seit Anfang diesen Jahres. Und es geht echt stetig bergauf. Kannst du mal was erzählen vom Emergenza und erzähl doch mal was Neuer. Emergenza, ja, wir spielen, fuck. Wir sind im Finale auf dem Emergenza, Süddeutschland-Finale, fürs Taubertal-Festival. Ist nächste Woche Samstag, 29. in München im Backstage, in der großen Halle. Deswegen müssen noch sau viele Leute kommen. Dann können wir auf dem Taubertal spielen, was das nächste Festival wäre. Wäre halt mega geil. Und ansonsten sind wir eigentlich jede Woche unterwegs, jede Woche Gig, immer am Wochenende. Geht ganz gut bergauf eigentlich zurzeit. Und wie seid ihr dann aufs Southside Festival gekommen? Wurdet ihr da eingeladen oder musstet ihr auch da bei einem Contest antreten? Entschuldigung. Wir haben ja eben über die Veranstalterin vom Emergenza in München, die fand das ganz cool, was wir machen. Und dann hat die gesagt, hey, bewerbt euch mal da. Und dann gab es da so einen Ausschuss und dann gab es noch ein Voting und da haben wir dann gewonnen. Und jetzt sind wir hier. Geil. Also erfolgreiches Jahr 2019, wenn wir das beim Taubertal auch noch schaffen. Der Traum ist groß. Wir wollen ganz nach oben. B.O. Ja, stimmt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe gesehen, ihr geht auf den Bethlehem. Nach Bethlehem auf dem Festival. Ja, krass. Das kann ich erzählen. Das war... Okay, ja, nee. Den wollen wir schon hören. Nee, also das war ursprünglich gedacht für eine andere Band von uns. Und wir haben mal zusammen gezockt mit denen. Und nachdem die irgendwie keine Zeit hatten, habe ich das dann ganz an die Landshut herangetragen. Die waren sofort Feuer und Flamme. Und nachdem das Konsulat jetzt geprüft hat, dass wir keine Terroristen sind und wir ins Land dürfen und der Veranstalter auch gesagt hat, ja okay, Flüge, Kost, Logis zahlen wir euch, dann sagen wir, warum nicht, fahren wir auf dieses Festival runter. Das ist Grenze Westbank, gleich in Ost-Jerusalem, direkt an der Grenzanlage dran. Und das dient einfach der Völkerverständigung, wenn man es so nennen kann, da unten, dass die sich halt nicht die ganze Zeit auf die Fresse hauen, sondern auch mal ein bisschen Spaß haben da unten. Seid ihr da die einzige deutsche Band?
Wir sind tatsächlich die einzige deutsche Band da unten, ja. Der Rest ist, wer kommt? Chainsmokers? Chainsmokers kommen. Und eher so andere internationale Acts, und das ist für uns einfach so eine riesen Ausnahme, dass die so einen kleinen Act, also ist ein bisschen Vitamin B war im Spiel, aber dass die uns da runterschicken, das war cool. Ja, dann könnt ihr euch richtig beweisen dann vor Ort. Hammer. Ja, wir sind auf dem besten Weg. Wir sind auf dem besten Weg. Ja, dann vertretet Deutschland bitte besser als, wie nennt sich das? Ja, das natürlich auch. Eurovision Song Contest meinte ich. Ah. Aber das ist ja. Den meinten wir auch. Ja. Wir wussten nur nicht, ob es Regierung Eurovision Song Contest. Ist ja alles dasselbe. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, geil. Also, euer Auftritt war auf jeden Fall mega. Ihr habt auch echt ein cooles Publikum da, das mitgemacht hat, und sind viele stehen geblieben, habe ich so gesehen. War echt, hat uns selbst auch gewundert. Also, es war ja, wir haben angefangen, dann war die erste Reihe voll, dann dachten wir uns, okay, das ist eigentlich schon ganz cool. Und nach dem ersten Song, als ich kurz in meinem Film raus war, in der Pause, da muss man immer noch mal ein bisschen was umstellen und so. Auf einmal, putz, eine Menschenwolke. War der Hammer. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich seh so schlecht. Ich trage eigentlich eine Brille. Und ich bin froh, wenn ich 3 Meter, die in der ersten Reihe noch erkennen kann, grob. So, aber ja, aber wenn die das sagen, dann ist geil, ist geil. Naja, dann kannst du auch theoretisch nicht enttäuscht werden, wenn niemand da steht. Das ist das Geile, wenn man blind ist. Yeah. Ja, im Hintergrund läuft schon Yumi at Six. In 2 Jahren dann. Das spielt er dann auch. Ja, hoffentlich. Wäre geil. Was sind denn so eure Pläne für die nächste Zeit? Wollt ihr dann noch irgendwas loswerden? Ja. Ihr wollt das Finale gewinnen erstmal. Oder? Erstmal gewinnen wir das Finale, hoffentlich. Also kommt da hin, 29.06. Backstage mit. Wird es davor gesendet schon? Ja. Geil, 29.06. Backstage. 29.06. Ja, genau. Wann? Am Samstag. Also nächste Woche. 19 Uhr, Backstage München, Berg. Nächste Woche ist Samstag, dann da schauen wir, dass wir da weiterkommen. Ja. Dann nach Bethlehem und dann ja, waren wir im Studio dieses Jahr, dann drehen wir noch Videos erstmal und machen das erstmal jetzt so. Immer mit die Ruhe. Wir arbeiten ja nebenbei noch und studieren so. 29.06. Genau, im Backstage München, kommt da vorbei. Wird geil. Cool, dann danke euch für das Interview. Ich hoffe, dass ihr noch jede Menge Spaß hier haben werdet. Bleibt ihr das Wochenende noch da? Natürlich, ja, 100%. Klar, und ebenfalls danke. Und natürlich, wir bleiben da, wir schauen uns die Bands an.